dich erzählt, dass ich dich seit gut 15 Jahren kenne, dich schon oft auf der Bühne erlebt habe, schon sehr gepackt war von deinen Ausführungen oft, dich in unterschiedlichen Kontexten kennengelernt habe. Du hast Ende der 70er Jahre in einer sterbenden Automobilstadt in den USA, also sterbenden, also die Arbeit hat sich dort verflüchtigt. Also so, die Jobs sind, die Menschen an den Fließbändern durch Maschinen und Computer ersetzt worden. Und dann haben sie dich gefragt, was machen wir? Massenentlassungen? Und du hast einen Vorschlag gebracht, wo du sagst, das ist jetzt ein Vorschlag mit einer gewissen Fröhlichkeit gewesen. Und der ist, lass die Menschen ein halbes Jahr arbeiten und ein halbes Jahr gibt ihnen die Frage mit, was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Und mit dieser Frage habt ihr die Menschen unterstützt, das zu erarbeiten und dann ins Tun zu kommen auch damit. Ne? Das war jetzt keine Einführung, du hast im Grunde genommen alles gesagt. Lascha, ich will die Ausführung. Ich habe das deswegen gesagt, weil ich mit dir über schwerpunktmäßig in der verbleibenden weil ich schwerpunktmäßig über dieses Thema reden will, was du wirklich, wirklich willst und das Leben in der vollen Lebendigkeit zu leben. Ja, also und deswegen wollte ich so deine Geschichte etwas erzählen und auch noch zwei Sätze dazu sagen, nämlich aus dem hat sich dann viel entwickelt, sowas wie eine Bewegung, viele Zentren für neue Arbeit. Du bist gefragt, in der ganzen Welt herumgekommen, hast mit Regierungen gearbeitet, Indien, Afrika, Russland und warst in den letzten Jahren auch immer wieder in Österreich und hast dort dieses Thema neue Arbeit, aber vor allem auch neue Kultur reingebracht. Ja. Und Österreich ist das schwierigste Land. Na gut. Soll ich was sagen? Ja, dann sag jetzt mal was, bevor du dich noch mehr beschwerst. Ja, also ich würde gerne erwähnen, weil du gesagt hast, als ich die zwei Leute auf den Boden gewälzt habe, ich sage, Fritscher, was sagst du jetzt? Und ich würde gerne erwähnen, damit wir uns besser verstehen, dass ich eine längere Zeit als Student Geld verdient habe mit Boxen. Und ich bin etwas aus der Übung. Aber ich habe in allen möglichen Situationen gearbeitet, wo mir das Boxen wirklich sehr nützte. Es gab Leute, die nicht mit dem übereinstimmten, was ich versuchte zu sagen. Also auch weil ich natürlich Philosophieprofessor bin, verflucht, will ich erwähnen, sozusagen damit wir in ein anderes Gespräch hineinkommen. Und dass sie nicht nur mich aburteilen nach meinen weißen Haaren und nach der Professur, dass ich zwei Jahre lang, beinahe ganze zwei Jahre, im Wald gelebt habe und nur das gegessen habe, was ich selbst angebaut hatte. Ich hatte eine Professur, sehr jung, mit 24 in Princeton, und ich habe Thoreau unterrichtet, und ihr alle kennt Thoreau, und das Buch Walden, und es kam mir so vor, als ob ich das nachmachen sollte. Und ich habe das versucht und dann sehr radikal, und vielleicht darf ich erwähnen, aber ich will euch nicht Witze erzählen, ich will sehr ernst mit euch reden. Ich will im Grunde genommen auf das Thema kommen, wie man das Ändern leben kann. Und was das bedeutet, das Ändern zu leben. Und in einer etwas anderen Stimmung möchte ich jetzt sagen, also
ein Großteil meines Lebens war ein Versuch, unsere Gesellschaft zu ändern. Radikal zu ändern, revolutionär zu ändern. Nicht nur in Kleinigkeiten zu ändern, sondern wirklich zu ändern. Und meine Absicht war, und ich glaube, der bin ich treu geblieben, diese Veränderung zu leben und nicht nur darüber zu quasseln. Und ich möchte euch wenigstens eine Ahnung geben von, was ich versucht habe, was daraus geworden ist, wo die Fehlschläge waren. Und es gab auch Erfolge, wo auch die Erfolge waren. Und ich fange jetzt an, von dem, was du erwähnt hast, vielen Dank für die Einführung, ich fing an, die neue Arbeit fing an, ein bisschen mit einem Paukenschlag. Die neue Arbeit fing nicht sanft an. Die neue Arbeit fing an in Flint, Michigan. Michigan ist die Automobilstadt der Vereinigten Staaten. Alle Menschen wissen, dass in Flint nichts passiert, außer der Herstellung von Automobilen. Und das war eine lange Zeit her, also das war in den späten 70er Jahren. Und in den späten 70er Jahren, zum ersten Mal, kam etwas machte einen Durchbruch und wurde sichtbar. Etwas, das in Österreich vor der Tür ist. Und das ist ein Grund, das zu erzählen. Weil das ist bisher euch zum großen Teil noch erspart geblieben, aber nur zum großen Teil. Man merkt es schon. Und man merkt es daran, dass sehr viele junge Menschen Depressionen haben, dass sehr viele junge Menschen alle möglichen Schwierigkeiten haben. Nicht nur Depressionen, sondern auch große Schwierigkeiten mit der Arbeit haben. Aber das ist eben nur das Vorspiel, das ist die Ouvertüre. Was jetzt nicht weit entfernt ist, ist Automatisierung im Ernst. Digitalisierung im Ernst. Auch in Österreich. Die behüteten, romantischen, verträumten, musikalischen Österreich. Es wird ganz anders werden, als es bisher ist. Und verhältnismäßig bald. Und das wird damit zu tun haben, dass eine unwahrscheinliche Menge von Arbeitsplätzen abgeschafft werden. Und ich erwähne nur zwei Beispiele. Wenn ihr wollt, ich habe große Ausdauer, was manchmal die Leute verrückt macht, weil ich höre nicht auf zu reden, wenn ich anfange. Aber wir können reden bis 4 Uhr, 4 Uhr in der Früh, wenn euch das Spaß macht. Gestern Abend haben wir lange geredet und das war wirklich sehr schön, sehr gut, habe mich sehr bewegt. Aber eben in der Automobilstadt von Flint kamen zum ersten Mal im Jahr so 79, 81 Computers an beiden Seiten der Fließbänder. Das war, wie sich damals die Digitalisierung oder die Automatisierung, ich glaube Automatisierung ist ein besseres Wort, sichtbar machte. Und ich wusste davon und da war große Angst unter den Arbeitern und ich bin von Detroit nach Flint gezogen und habe in Flint angefangen, mich mit den Arbeitern zu unterhalten. Und ich wurde heute gefragt, wie habe ich das überhaupt gemacht? Es war gar nicht schwer, mit den Arbeitern zu reden. Die hatten gehört, dass ich sehr engagiert war in der Gegenkriegsbewegung und waren also mir sehr zugänglich sozusagen. Und ich hatte dann, wie schon erwähnt von Martin, machte einen Vorschlag. Und ich machte den Vorschlag mit Absicht in einer ganz kindlichen Sprache, weil es kam mir darauf an, nicht wie ein Ökonom zu klingen. Und ich kann Geschichten erzählen über was ich erlebt habe, vielleicht erzähle ich das ganz schnell. Also ich hatte erlebt schon früher, als ich noch eigentlich vor dem Studium arbeitete, ich in einem Hafen und habe Getreide
aus den Güterwagen in Schiffe geladen. Und sehr viele Schiffe und sehr viel Getreide. Ich habe mich dann erkundigt, was passiert mit diesen Schiffen. Und dann hat man mir erklärt, dass die Schiffe alle alte Schiffe waren, dass die Löcher hatten und dass die Absicht war, das Getreide verwesen zu lassen. Und das war sozusagen meine erste Bekanntschaft mit Ökonomie als eine Theorie. Und das hat mir einen guten sozusagen Einstieg dazu gegeben, was dann ein großes Teil meines Lebens wurde, nämlich eine ganz andere Art und Weise über Ökonomie nachzudenken oder das anders zu theorisieren. Auf jeden Fall in Flint hat man dann die Computers an beiden Seiten der Fließbänder gehabt. Und mein Vorschlag, wie schon angedeutet, war 6 Monate in der Fabrik, weil auch nach der Automatisierung war noch genug Arbeit da für 6 Monate. 6 Monate in der Arbeit, in der Fabrik. Aber 6 Monate, und ich weiß nicht, wieso das so kam, aber es kam so. 6 Monate werden Sie nicht auf Ihren Wasserbetten liegen, die Arbeiter. Sie werden nicht auf die Arbeit warten. Sie werden nicht pornografische Filme anschauen, sondern in den anderen 6 Monaten werden Sie das tun, was Sie wirklich, wirklich wollen. Und das wird die Aufgabe des ersten Zentrums für neue Arbeit sein. Und wir hatten gerade das erste Zentrum für neue Arbeit in Flint gegründet. Und das wuchs so. Und wir würden 2 Dinge versuchen. Wir würden erstens versuchen, dem Menschen zu helfen. Und das ist wichtig. Also so wie ich darüber nachdenke, und das können wir besprechen irgendwie und irgendwann, dass Menschen haben große Schwierigkeiten mit dem Erkennen von dem, was sie wirklich wollen. Das ist alles andere als einfach. Und wir haben gesagt, wir würden das unterstützen, wir würden sie ihnen helfen herauszukriegen, was sie tatsächlich auf dieser Erde wollen. Da war immer schon so ein bisschen ein religiöser Teil. Du lachst, das stimmt ja. Und zweitens würden wir versuchen, nicht nur, dass sie diese Arbeit tun würden, wir würden den Versuch machen, es ihnen möglich zu machen, mit Arbeit, die sie wirklich, wirklich wollen, und das Doppelte wirklich wurde so zu einem Kennzeichen von uns, es dazu zu bringen, dass sie mit der Arbeit, die sie wirklich, wirklich wollen, auch Geld verdienen würden. Und das war gar nicht so einfach. Aber das war der Einstieg in die neue Arbeit. Und natürlich verursachte das ein Kopfschütteln und ein Lachen. Und wir haben uns angewöhnt zu sagen, Kopfschütteln ist ausgesprochen gut für den Kreislauf. Also ja, schüttelt die Köpfe. Und die haben natürlich gesagt, die Idee, dass nach 25 Jahren am Fließband man noch weiß, was man wirklich, wirklich will, da muss man schon ein Philosophieprofessor sein, so was Idiotisches auszudenken. Aber das hatte eine Kehrseite. Die Kehrseite war, dass die Leute, wir gesagt haben, man muss gar nicht 25 Jahre am Fließband gearbeitet haben, um nicht zu wissen, was man wirklich will. Die meisten Menschen wissen nicht, was sie wirklich, wirklich wollen. Und deshalb braucht man ein Zentrum für neue Arbeit, in denen Menschen ausgebildet werden, anderen Menschen zu helfen, das herauszukriegen, was sie wirklich, wirklich wollen. Wir haben einen Ausdruck geprägt für die Schwierigkeit, die Menschen haben, mit dem wirklich wollen. Und mit dem Erkennen, was man wirklich will. Und unser Ausdruck war so ein bisschen geklaut vom Hegel. Aber der hat sich sehr herumgesprochen. Wir nannten es die Armut der Begierde. Also sehr viele Menschen leiden davon, dass sie nichts wirklich wollen. Dass sie im Grunde genommen so durchs Leben gehen und eigentlich alles andere tun als der schöne Satz, der da an der Tafel steht, nämlich das Ändern zu leben. Die haben gar keine Vorstellung, was sie ändern wollen und schon überhaupt keine wirkliche Vorstellung, was es sein wird,
diese Änderung tatsächlich zu leben. Also ich hoffe, Sie merken, dass ich ein bisschen kritisch bin in manchen Dingen. Und dass ich sozusagen sehr daran arbeite, dass man die Menschen nicht anlügt. Und ich bin sehr beeindruckt, eben weil ich Professor war, über die unwahrscheinliche Quantität von Lügen, die so unter dem Namen Wissenschaft verbreitet werden. Und auf jeden Fall, wir haben versucht, es dazu zu bringen, dass Menschen mit Unterstützung, und das ist, was ich betone, nicht ohne Unterstützung geht es eigentlich gar nicht, aber mit Unterstützung herauskriegen würden, was sie wirklich, wirklich wollen und dann auch das tatsächlich tun könnten. Ich möchte schnell erwähnen zwei Dinge, die sich in meinem Kopf mit der Armut der Begierde verbinden. Eins ist die berühmte, sehr berühmte Kurzgeschichte von Tolstoi, die er nennt, der Tod des Iwan Iljitsch. Und der Tod des Iwan Iljitsch war ein Bauer. Und er hat, als er im Sterben lag, und das ist der beste Teil der Geschichte, das ist eine wunderbare Geschichte, er hat 4 Tage lang, so schreibt Tolstoi, geschrien, einen Schrei 4 Tage lang, weil er erkannte in den Tagen seines Sterbens, dass er eigentlich nicht gelebt hat. Und das wurde für uns ein Schlüsselbegriff. Das Leben nicht zu leben, das nicht gelebte Leben. Wie kann man den Menschen helfen, wirklich zu leben und das Leben nicht nur an sich vorbeiziehen zu lassen? Und wir haben darauf eine Art Antwort entwickelt, es wäre gut, wenn wir ins Gespräch kommen können, die wir besprechen können. Irgendwann, wahrscheinlich jetzt ist keine Zeit, oder heute Nacht. Oder im Workshop nachher mit dir. Ja, also auf jeden Fall, die Geschichte von Tolstoi ist ein etwas, das ich erwähnen wollte. Etwas anderes ist von dem irischen Poeten Yeats ein einziger Satz, der auf mich großen Eindruck gemacht hat. Und das ist der Satz: Und hört ihn, ich betone ihn mit Absicht, tot, genug, um begraben zu werden. Was bedeutet, wenn man das richtig liest, dass die meisten Menschen schon lange tot sind, bevor sie tot genug sind, um begraben zu werden. Und dass das Tod, begraben zu werden, ist so ein bisschen der letzte Schlag, wie ein Nachgedanke. Im Grunde genommen, besonders wenn Sie zum Gymnasium gehen müssen, so wie ich, sind die Menschen schon längst tot, lange bevor sie tot genug sind, um zu sterben. Aber das war für uns ein Schlüsselsatz. Die Idee, dass sehr viele Menschen nicht leben, das ungelebte Leben, war für uns ein Schlüsselbegriff. Und den Versuch zu machen, Menschen zu helfen, dem wirklich Leben näher zu kommen. Und wir gaben eine Antwort zu dieser Frage: Wie kann man Menschen helfen, wirklich zu leben? Und die Antwort ist natürlich problematisch, aber die Antwort, die wir gaben, war: Unter Umständen ist das Einzige, was wirklich hilft, Menschen wirklich zu leben, ist, wenn sie die Arbeit entdecken, die sie wirklich, wirklich wollen. Das ist doch mal eine Verknüpfung für uns. Wenn jemand sagt, ich habe das Gefühl, ich lebe gar nicht, ich tue nur so. Ich bin nur nicht tot genug, um begraben zu werden, aber im Grunde genommen bin ich tot. Aber ich bewege mich merkwürdigerweise noch. Viele Menschen, das sind zu sagen, in dieser Beschreibung richtig beschrieben. Und unser Gedanke war, dass es gibt natürlich eine Welt von Literatur darüber, wie man unter Umständen wirklich leben kann. Und die allerklischeeste ist, dass man mit irgendeiner schönen Frau am Strand liegt und Wein hat
Und das bedeutet wirklich Leben, oder dass man, wenn man Trump heißt, dass man Golf spielt oder so etwas. Und eben das ist Blödsinn. Wirklich Leben ist sehr schwer zu erreichen. Wirklich Leben hat nichts zu tun mit dem, was in Österreich andauernd besprochen wird, nämlich mit dem Genuss. Der Genuss hilft einem nicht, wirklich zu leben. Was einem hilft, wirklich zu leben, ist, wenn man mit Bewusstsein, mit Entschluss sich zwingt, herauszukriegen, was die Arbeit ist, die man wirklich will. Und an dieser Arbeit tatsächlich zu tun. Von dieser Arbeit, diese Arbeit bringt einem das Leben. Das ist ein Ausdruck, den wir gern benutzen. Weil das ist ein Ausdruck, der ich habe in einem buddhistischen Kloster länger gelebt. Und da wurde mir klar, dass der Ausdruck Leben geben ist nicht nur ein Ausdruck, der im Neuen Testament vorkommt, sondern Leben geben ist ausgesprochen ein Ausdruck, der im Buddhismus eine Rolle spielt. Und eben Leben geben ist das, was wir mit der Arbeit verknüpft haben. Den Gedanken, dass Arbeit, die man wirklich, wirklich will, mit dem doppelten Wirklich, einem das gibt, was man Leben nennen könnte. Ach du Lieber, da ist nicht den Dreck ab. Auf jeden Fall, ich will noch wenigstens eine Ahnung geben von dem Thema, um das sich die neue Arbeit dreht und wo die neue Arbeit jetzt ist und was wir jetzt noch immer mit großer Anstrengung versuchen. Also, etwas, das vielleicht den meisten von euch bekannt ist, ist die Tatsache, dass das Jobsystem, also unsere Art und Weise zu arbeiten, ist alles andere als ewig. Unsere Art zu arbeiten ist ungefähr 200 Jahre alt. Das Jobsystem, das System, wo man also einen Arbeitsplatz hat und so weiter, alles, was wir mit Jobs verbinden, kam in die Welt durch die Industrialisierung, also ungefähr rund vor 200 Jahren, nicht vorher. Vorher waren die meisten Leute Bauern, was man hier sehr deutlich noch sehen kann. Aber um die Wende der 200 Jahre haben dann sehr viele Leute waren nicht mehr Bauern. Und jetzt sind nur also eine ganz lächerliche Prozentsatz von dem, was mal Bauern war, sind jetzt Bauern. In den Staaten redet man davon, dass nur 3% der Bevölkerung noch Bauern sind. Und das hat mit dem Weltmarkt zu tun und so weiter und so weiter. Aber es ist wichtig zu wissen, dass das Jobsystem nur 200 Jahre alt ist und das von allem Anfang an, nicht nur der gute Karl Marx, sondern Leute wie Jefferson und Leute, die euch bekannter sind als Jefferson, nämlich Charles Dickens, also der Mensch, der das Weihnachtsmärchen geschrieben hat, was eine Kritik des Jobsystems war. Seine Kritik, dass man die Kohlen vorgezählt bekommt am Weihnachtsabend, wenn man einen Boss hat, der einen unterdrückt, das war nicht nur ein Weihnachtsmärchen, das war eine Kritik des Jobsystems. Und das Jobsystem wurde also einer Kritik schon unterzogen. Ganz am Anfang, direkt während es eingeführt wurde, gab es Leute wie Charles Dickens, die gegen das Jobsystem. Das ist jetzt nötig, um zu verstehen, was ich mit meinem Leben versucht habe zu tun. Ich habe versucht, das Jobsystem abzuschaffen. Und das schafft sich jetzt selber ab. Also, mit Riesenschritten und sozusagen, ich muss galoppieren, um dem etwas vorauszubleiben. Das ist das Jobsystem jetzt. Aber wir haben seit Jahren versucht, etwas dem Jobsystem entgegenzusetzen. Eine andere Art Struktur, eine andere Art, die Arbeit zu organisieren. Nicht mit dem Jobsystem,
sondern hauptsächlich in drei Dingen. Und die werde ich noch ganz schnell andeuten und dann werde ich euch in Ruhe lassen. Also erstens, man kann es dazu so machen, und das gelingt uns zu einem großen Teil, dass eine Hälfte der Arbeit etwas ist, das die Menschen wirklich, wirklich wollen. Und also das neue System, wir reden von neuer Arbeit und es ist mit Absicht ein System, es ist mit Absicht, ich habe davon angefangen, also wir versuchen, eine neue Art zu arbeiten, nicht nur in irgendeiner Ecke zu entdecken, sondern tatsächlich die Art, in der wir arbeiten, in dieser Kultur grundsätzlich zu ändern und eine neue Art zu erarbeiten in unserer Kultur, Schritt für Schritt und wenn es Babyschritte sind, einzuführen, dazu führen, dass die Menschen in unserer Kultur ganz anders arbeiten als bisher. Nicht mehr im Jobsystem, sondern in einem anderen System, das wir mühevoll und mit großer Geduld langsam entwickelt haben. Um euch eine Ahnung davon zu geben, das sind drei Teile. Ein Teil ist, dass wir allen Menschen die Möglichkeit schaffen wollen, auch das zu tun, was sie wirklich, wirklich wollen, aber nicht nur das zu tun, sondern die Hälfte ihrer Zeit ist das, was sie wirklich, wirklich wollen. Ein Viertel ist das, was wir High-Tech Self-Providing nennen. Und das, ich glaube, ihr könnt alle Englisch, also muss ich es nicht übersetzen, aber es hat etwas, es ist eine neue Art des Bauerntums. Es ist eine Art Bauer zu sein, wo man nicht nur Butter und Käse macht, sondern eine Art Bauer zu sein, wo man die Technologien, die jetzt die High-Tech-Technologien sind, benutzt, um all das, was man zum Leben braucht, selber herzustellen. Und wir sind gar nicht weit weg davon, das möglich zu machen. Es gibt eine unwahrscheinliche Galerie von Maschinen, mit denen man das herstellen kann. Nicht den blöden Luxus, der uns aufgeredet wird, sondern aber was man wirklich braucht. Ihr habt alle bestimmt schon gehört von 3D-Druckern und von Fabrikatoren. Wenn nicht, dann kein großes Problem. Das bedeutet nur, dass es jetzt Maschinen gibt, kleine Maschinen, putzige Maschinen, mit denen man selber auf einem Hof, in einem einzelnen Gehöft, in einem Haus sehr viel von dem herstellen kann. Sehr viel von dem, was man tatsächlich zum Leben braucht. Also man kann sich eine nächste Kultur vorstellen, die wieder eine Kultur des Bauerntums sein wird, wo viele Leute verstreut im Land leben und nicht in der Stadt, was sowieso jetzt schon unterwegs ist, mit der Rückkehr zu Dörfern. Aber der Unterschied ist, dass die Dörfer der Zukunft, die Bauern der Zukunft, die neuen Bauern, werden nicht Käse und Butter und sowas herzeugen, sondern sie werden Maschinen haben, mit denen sie im Grunde genommen Elektrizität, aber auch alles andere, was sie zu einem erfüllenden Leben brauchen, selber herstellen können. Also die Hälfte wirklich, wirklich wollen, ein Viertel High-Tech Self-Providing, also neues Bauertum, und ein Viertel Arbeit in Betrieben, die wir entwickeln, die neue Arbeitsbetriebe sind, die nicht so anders sind als andere Betriebe. Nur der große Unterschied ist, dass es jetzt möglich ist, Betriebe aufzubauen. Google ist übrigens einer, in denen die Menschen die Möglichkeit haben, in größeren Zeiträumen etwas zu tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Zusätzlich zu der Arbeit, die ihnen aufgezwungen wird. Also wir streben an, und ich gehe nochmal zurück zu dem Satz, das Leben, die Änderung, Leben. Also mir ist es absolut nicht genug, der Ausdruck nicht genug kommt bei mir andauernd vor. Es ist nicht genug, alle möglichen Ideen zu haben, über wie die Welt sein sollte. Es ist jetzt möglich geworden, eine wirklich andere Art zu leben. Anders als die Art, die vom Jobsystem uns diktiert wird. Es ist möglich, jetzt sozusagen die Weichen dahin zu stellen, dass man zumindest die Hälfte der Zeit etwas tut, was man wirklich, wirklich will. Und zwei Viertel entweder High-Tech Self-Providing oder in einem Betrieb, der ein neuer Arbeitsbetrieb ist. Es muss alles natürlich in großem Detail beschrieben werden, aber das braucht man nicht.
ihr habt eine Ahnung. Das Wichtigste ist, es gibt eine Alternative. Es gibt eine Alternative, die gar nicht so weit weg ist von dem, was wir jetzt haben, aber die sehr durchdacht ist, die systematisch ist, die es ernst meint, also die wirklich es anstrebt, dass Österreich in absehbarer Zeit, wenn die große Woge der Digitalisierung und der Automatisierung kommt, die sehr bald jetzt kommt, dass wir dann wissen, was wir tun müssen. Nämlich, dann kommt die neue Arbeit. Nach der großen Woge der Digitalisierung. Das ist genug für heute. Danke. Boah, danke, Friedrich. Ich vertraue dir nicht. Aber für mich war das jetzt total genial, wie du das Wesentliche, was ich von dir wollte. Ich bin ja so folgsam. In dieser halben Stunde untergebracht hast. Danke, Fritjof. Ja, ich merke, ich würde gleich noch anknüpfen und mit manchen Dingen ins Detail gehen, aber diese Gelegenheit gibt es dann mit dir nachher im Workshop, beziehungsweise danach in dieser Art von Podiumsdiskussion, die wir machen werden, wo wir weiter noch auch die Möglichkeit haben, bei Interaktion Fragen stellen und so. Ja, und jetzt lassen wir es mal gut sein. Aber bevor wir weiter tun, habe ich jetzt noch einen Impuls, den wir noch nicht abgesprochen haben. Ja. Nämlich, ich mag gern so diesen Impuls so reingeben, so diese Frage, was ist es, das du wirklich, wirklich willst? Weil die so wichtig ist. Ja? Oder welche Arbeit ist es, die du wirklich, wirklich willst? Und mag den Vorschlag, diese kontemplative Methode von dir aufgreifen und mag euch einladen zu einer kleinen Übung. Für circa 10 Minuten. Und ich zeige es vor mit dem Alfred. Also ich bitte euch, mit jemand anderem zu suchen und so ein bisschen so seitlich zu sitzen. Und so werde ich jetzt eine Vertrauensperson hier. Und ich frage jetzt meinen Partner, frage ich die Frage, Alfred, was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Lebendig zu leben. Glücklich und lebendig zu leben. Was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Mich noch stärker kennenzulernen. Zu wissen, wer ich bin. Dich zu entdecken. Danke. Was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Glücklich sterben. Danke. Was ist es, was du wirklich, wirklich, wirklich willst? Glücklich geboren werden. Danke. Also mein Vorschlag ist für die, die es wollen, die anderen können sie einfach zurückziehen und das für sich selbst machen oder gar nicht machen. Aber zusammen zu tun und ein paar Minuten einfach so in die eine Seite zu tun, dann werde ich zimmeln und dann umgekehrt. Und sozusagen das wirken zu lassen. Wir arbeiten viel mit solchen Übungen, wo wir auf tiefere Schichten kommen durch die Wiederholung. Und das, auf dieses Experiment möchte ich euch einladen, was da kommt bei euch. Das ist für mich eine Kernfrage für diesen heutigen Tag. Der immer mit Danke abschließen, sagt Alfred. Also sollst du uns das bestätigen und würdigen und dann die nächste Runde anfangen. Danke, Alfred. Und gern so im Flüsterton, dass es so, dass wir so die eine würdevolle Energie haben oder eine Achtung.